Heute ist es endlich soweit. Die Ameisen sind angekommen und werden in ihr neues Zuhause einziehen. Das Paket kam sicher verpackt und wird nun vorsichtig von mir ausgepackt. Neben den Ameisen habe ich weitere Sachen für das Formikarium bestellt. Zum einen das Ausbruchschutzöl, Schwämme zum Auftragen des Öls und ein Stopfen zum Verschließen des Lochs an der Seite. Es sieht so aus, dass es den Ameisen gut geht und sie wohlauf sind. Wenn man genau schaut, kann man sogar die Königin erkennen. Ich habe die Ameisen mit einer Stückzahl von 25 bis 50 Stück gekauft. Bis zum Einzug werde ich das Reagenzglas mit den Ameisen erst nochmal sicher und dunkel lagern, bis ich sie ins Formikarium einsetzen kann. Ich muss mich mit den restlichen Arbeiten am Formikarium beeilen, da im Reagenzglas nicht viele Körner zu sehen waren und sie so schnell wie möglich weitere Körner benötigen, um die Kolonie zu ernähren. Leider ist es mir nicht gelungen, den Silikonstreifen 100% sauber zu kleben, obwohl ich das Ganze ausgemessen und mit Klebestreifen gerade justiert hatte. Ich habe das Ganze nur ein wenig mit einem Cuttermesser ausgebessert. Jetzt ist es also Zeit, das Ausbruchschutzöl aufzutragen. Ich werde das Ganze erstmal mit dem Öl versuchen, da ich dieses nun schon parat habe. Durch einen netten Kommentar wurde Metallkummer als Ausbruchschutz empfohlen, da ich dieses nicht so oft erneuern muss, da es nicht austrocknen kann. In naher Zukunft werden wir dies probieren. Für den Anfang ist das Öl aber vollkommen ausreichend. Für das Auftragen nutze ich die Schaumstoffwischer. Ich tropfe ein wenig des Öls auf den Wischer und trage es sorgfältig auf den vier Flächen auf. Es ist wichtig, sehr sorgfältig zu arbeiten, um den Ameisen keine Möglichkeiten zu bieten, um auszubrechen. Es ist gerade Winteranfang und normalerweise halten die Ameisen zu dieser Zeit Winterruhe. Die Lampen habe ich gerade mal geschafft, die Temperatur um so ca. 1 Grad zu erhöhen. Dies ist geschuldet, da das Formikarium nach oben hin komplett offen ist und somit die erzeugte Wärme sofort entweicht. Aus diesem Grund muss ich die Heizung im Zimmer schrittweise aufdrehen, um eine Temperatur von um die 25 Grad zu erreichen. Viel mehr möchte ich es nicht machen, da das Formikarium in meinem Wohnzimmer steht und ich selber eigentlich es nicht so warm mag. Auch steigen dadurch extrem meine Heizkosten. Ich habe lange mit mir gerungen, ob ich nicht lieber abwarten soll bis zum Frühling, aber das Ganze hätte mir dann keine Ruhe gelassen. Somit habe ich mich entschieden, jetzt schon die Ameisen anzusiedeln. Im nächsten Jahr werde ich dann dem natürlichen Rhythmus folgen und den Ameisen eine Winterruhe von Anfang November bis ungefähr Anfang März geben. Zur Zeit der Winterruhe wird eine Temperatur von um die 15 bis 18 Grad herrschen. Sie sind dann immer noch aktiv, gehen aber alles ein wenig ruhiger an. Sie brauchen in dieser Zeit trotzdem noch Nahrung, aber ihr Stoffwechsel ist heruntergefahren und sie bewegen sich dann langsamer. Auf all das können wir hoffentlich im nächsten Jahr genauer eingehen. Aber jetzt wieder zurück zur Ausgangssituation. 3 Tage sind vergangen und ich habe meine gewünschte Temperatur von 25 Grad erreicht. Und das Formikarium ist hoffentlich komplett ausbruchsicher. Es ist Zeit, das Reagenzglas für den Ameisen in ihr neues Reich zu nehmen. Um die Ameisen schneller zum Umzug zu bringen, könnte man das Reagenzglas direkt im Licht aussetzen. Ich möchte aber, dass die Ameisen alleine entscheiden, wann der perfekte Zeitpunkt ist, um das Reagenzglas, also ihr aktuelles Nest, zu verlassen. Ich bin gespannt, wie lange sie wohl auf einen Umzug warten werden. Es ist Samstag, der 23. November, kurz vor 10 Uhr am Morgen. Über unserer Landschaft herrscht noch Ruhe. Es herrschen morgendliche 22,5 Grad Celsius. Doch in wenigen Augenblicken wird die Sonne aufgehen und die ersten wärmenden Strahlen abgeben. Ich öffne ganz vorsichtig das Reagenzglas und lege es zurück in die Wüste. Den Ameisen möchte ich so wenig wie möglich Stress aussetzen, da es im Extremfall passieren kann, dass die Königin durch zu viel Stress stirbt. Die ersten Arbeiter machen sich auf den Weg nach draußen. Weit weg von ihrem Reagenzglas trauen sie sich noch nicht. We'll be right back.
Aber was ist das? Läuft die Ameisenkönigin jetzt schon nach draußen? Puh, zum Glück noch nicht. Sie war wahrscheinlich einfach ein wenig unter Stress. Nach und nach laufen die Ameisen herum und erkunden ihr neues Zuhause. Was sie jetzt wohl denken? Ob sie sich dort wohlfühlen? Ob es ihnen gefällt? Ich denke mal schon. Schaut, an der größeren Pflanze im Vordergrund tummeln sich einige Ameisen. Ob sie wohl schon auf der Suche nach einer geeigneten Stelle für ein neues Nest sind? Im Reagenzglas sind die Ameisen fleißig am Werkeln. Sie tragen die Überreste der Körner nach draußen. Und da, seht mal, sie haben sogar schon das große Wattestück nach draußen transportiert. Die erste Ameise hat sich auf dem Weg ins Hinterland gemacht. Sie trägt irgendetwas. Sieht aus wie Sand. Was hat sie wohl damit vor? Wir werden sie mal verfolgen. So wie es aussieht, läuft sie zurück zum Nest. Will sie vielleicht damit das Reagenzglas verschließen? Denn anfangs kann es normal sein, wenn die Ameisen das Reagenzglas mit Sand abdichten, um besser geschützt zu sein. Aber nein, sie legt es einfach nur vor das Reagenzglas hin. Sie läuft wieder ins Hinterland und holt Sand. Wahrscheinlich, weil dort größere Stücken liegen, die sie sich einfach nehmen kann, weil wir dort den Sand nicht so sehr verdichtet haben. Aber was sie nun damit vorhat, das weiß ich immer noch nicht so genau. Sie legt es wieder vors Reagenzglas hin. Ich werde sie wohl noch weiter beobachten müssen. Ein paar Mal ist sie noch gelaufen. Vor dem Glas herrscht reger Betrieb. Die Ameisen räumen ihren Müll zur Seite und versuchen, die ersten neuen Körner ins Nest zu tragen. Aber meistens tragen sie die Körner nur ein Stück und lassen sie dann wieder liegen. Aber jetzt hat es eine Ameise geschafft, das Korn ins Nest zu tragen. Aber sie legt es nicht ab. So wie es aussieht, beißt sie darauf herum. Will sie das Korn etwa aufknacken? Schaut mal dort. So wie es aussieht, fangen die Ameisen an der Pflanze zu graben. Haben sie sich entschieden, dort ihr Nest zu bauen? Das kann schon sein. Denn im Nestbereich mögen es die Ameisen ein bisschen feuchter. Und da ich die Pflanzen ab und an gieße, wäre die Voraussetzung dort gegeben. Auch nach 10 Minuten sind sie dort noch am Werkeln. Seht ihr, wie die Ameisen den Sand nach draußen tragen und dort ablegen? Es ist so spannend. Oh, was ist denn da los? Die Königin läuft alleine draußen herum. Oh, doch, sie läuft gleich wieder ins Nest zurück. Viele Ameisen sind dort aber nicht mehr. Sie erkunden wahrscheinlich alle das neue Terrain. Kann es vielleicht sein, dass sich die Ameisen darauf vorbereiten, schon umzuziehen? Wie trägt eine Ameise die Brut herum? Eine andere trägt die Brut außerhalb herum. Es sieht wirklich wie ein Umzug aus. Nur, dass die Ameisen noch nicht so recht wissen, wohin sie wollen. Aber es werden wohl die letzten Aufnahmen sein, in denen wir die Königin noch sehen werden. Denn ist sie erstmal im Nest, werden wir sie nicht mehr erblicken können. Am neuen Nesteingang sieht man auch erste Fortschritte. Die erste Erde von der Pflanze liegt draußen herum. Und der Eingang hat sich ein wenig vergrößert. Eine Stunde ist vergangen und die Temperatur ist auf 23,5 Grad geklettert. In den nächsten Stunden werden wohl die 25 Grad geknackt werden. Das ehemalige Nest ist mittlerweile komplett leergeräumt und nur noch die Königin und ein paar Arbeiterinnen sind zu sehen. Ich habe herumgeschaut und die Stelle gefunden, an der sie alles hintragen. In dieser Pflanze scheinen sie ein weiteres Nest angefangen haben zu bauen. Die Königin läuft nun fast die ganze Zeit unbeschützt draußen herum, aber kehrt immer wieder ins Nest zurück. Wahrscheinlich will sie schauen, dass auch wirklich alles Wichtige aus dem Nest mitgenommen wird. Ich hätte ja nicht gedacht, dass sie nach nicht mal einer Stunde schon komplett aus dem Glas ausgezogen sind. Jetzt ist die Königin am Nesteingang, wo all die Brut und Körner hingetragen wurden. Wahrscheinlich wird sie jeden Moment ins Nest gehen.
Und da ist es soweit. Sie steigt hinunter ins Nest. Werden wir sie jetzt nie wiedersehen? Falls nicht, bin ich so froh, dass wir diesen Moment festhalten konnten. Und das nach gerade mal anderthalb Stunden um 11.30 Uhr. Noch ein paar Minuten später ist sie wieder zu sehen. Wahrscheinlich hilft sie beim Nestbau. Langsam kehrt Ruhe ein. Es sind nur noch wenige Ameisen zu sehen. Der Rest befindet sich wahrscheinlich im Nest, welches sie gerade neu bauen. Man kann jetzt schon gut den Nesteingang erkennen. Es wird Zeit, den Ameisen weitere Körner anzubieten. Ich werfe ein paar in die Nähe vom Nesteingang und dann werden wir mal schauen, ob sie es sich holen. Die ersten Ameisen laufen daran vorbei. Doch diese Ameise scheint Interesse zu haben. Sie versucht, das Korn zu ergreifen und zum Nest zu tragen. Doch jetzt lässt sie einfach das Korn fallen. Ah, sie nimmt sich ein anderes. Es dauert ein bisschen, bis sie es richtig gepackt hat, um es sicher zu tragen. Und schwupps, da landet es auch schon im Nest. Nebenbei kann man Ameisen sehen, wie sie den Sand heraustragen. Wenn die Körner abtransportiert sind, werde ich den Ameisen ihre erste Proteinquelle geben. Es ist eine kleine Mottenlarve, die nicht viel größer als eine Ameise ist. Ich bin gespannt, ob sie Appetit darauf haben. Die ersten Ameisen laufen daran vorbei. Aber schaut, jetzt hat die erste Ameise entdeckt, dass es sich um eine leckere Speise handelt. Sie läuft zurück in den Bau, um den anderen Ameisen über den leckeren Fund zu berichten. Währenddessen werde ich abseits des Nestes ein paar Körner ablegen. Mal schauen, wann sie diese entdecken und ob sie so lange Wege auf sich nehmen, um sie zum Nest zu tragen. Denn für die Ameisen ist es ein ganz schön langer Weg. Nebenbei habe ich gerade die erste Ameise entdeckt, die auf einem unserer Berge herumläuft. Jetzt hat sich eine Ameise die Larve geschnappt und versucht, sie zum Nest zu tragen. Aber auf dem Wüstenboden scheint sie nicht so recht vorwärts zu kommen mit der Larve. Wenn man genau schaut, sieht man, wie die Beine im Sand keinen Halt haben. Jetzt hat sie sie fallen lassen. Vielleicht mag sie ja nur eine kurze Pause, um sich zu erholen. Und damit ist das heutige Video dem Ende angelangt. Ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten und dann wird es hoffentlich bald das nächste Video geben. Dann wird es Zeit, unseren kleinen Freunden etwas Schmackhaftes anzubieten, zum Beispiel ein kleines Heimchen. Aber jetzt seid ihr erstmal gefragt, denn unsere Kolonie benötigt einen Namen. Ich bin gespannt, was ihr für Ideen habt. Bis zur nächsten Episode auf Ogubis Gelber Welt.